Sie geben Gas, die Teilnehmer des ersten Model- und Tanzcastings Go For It im Forum Allgäu in Kempten. Hier kommt nur weiter, wer die Jury überzeugt. Dass nicht nur angehende Models, sondern auch Tänzer mitmachen können, das haben die Veranstalter des viertägigen Wettbewerbs ganz bewusst kombiniert. Uns ist bekannt aus anderen Aktionen wie Weihnachten, wo Tanzschulen auch hier auftreten mit kleinen oder etwas größeren Tänzern. Wir haben hier viele gute Tanzschulen in Kempten und haben also aus meiner Sicht ganz viel Potenzial auch an Tänzern, die vielleicht das auch seriös und ernst nehmen und auch in dieser Branche tätig sein wollen. Auch wenn am Ende nur einer gewinnen kann. Eines konnten alle Teilnehmer des offenen Castings mitnehmen, ein professionelles Laufcoaching direkt auf der Bühne. Rhythmus, Schwung, Haltung, Laufen will gelernt sein, besonders mit solchen Schuhen. Vor Publikum und unter den Augen der Jury. Der gehört auch Julia Thalkofer, Redaktionsleiterin von TV Allgäu Nachrichten an. Ja, in Kempten ist ja gerade die Aktion Go For It und wir von TV Allgäu Nachrichten sind eingeladen worden, mit in der Jury zu sitzen. Wir haben ja auch so ein bisschen das Auge für das Bild. Wir arbeiten ja tagtäglich mit Fernsehkameras und versuchen, ja, was in der Region passiert, nach draußen zu transportieren und kennen das Schöne. Und das Schöne dürfen wir heute hier bei der Jury mit bewerten. Was ganz toll ist, es geht nicht darum, irgendwie Quote zu machen und die Leute niederzumachen und sich über die lustig zu machen, sondern es geht wirklich darum, das Schöne bei den Menschen, die sich hier trauen, mitzumachen, herauszustellen. In den kommenden 3 Tagen können die Teilnehmer nur noch zeigen, was sie drauf haben. Dafür winken ihnen neben dem Sieg noch weitere Extras. So heizt am Freitag Detlef die Soest mit einem Powerdance-Workshop nicht nur den Tänzern, sondern auch dem Publikum ein. Am Samstag können sich dann die Finalisten auf ein Make-up des bekannten Stylisten Boris Entrup freuen. Dem Gewinner des Wettbewerbs winkt zudem ein ganz besonderer Preis. Ein exklusiver Modelvertrag bei mir in der Agentur KPI Event und Management. Wir arbeiten international noch mit Kooperationsagenturen, sodass also die Gewinnerin nicht nur die Möglichkeit hat, deutschlandweit zu arbeiten, sondern eben auch nach Mailand gehen kann, nach Paris gehen kann. Also es stehen eigentlich alle Türen offen auf Erfolg und auf den Trend, erfolgreich zu sein. Am Samstag wird sich dann entscheiden, wer von ihnen das Rennen macht.